Moin, moin, lieber Senior, liebe Senorita, liebe Fabrikbesitzer und solche, die es noch werden wollen. Ich bin der Seno und ich heiße dich herzlich willkommen bei einem weiteren Versuch, grüne Tränke herzustellen. Irgendwann, jedenfalls mal, wäre das ganz cool, wenn wir das schaffen. Und wir haben, was Kupfer und die Kupferprodukte anbelangt, eigentlich schon alles vorbereitet. Ist bei den grünen Chips ja zum Glück jetzt auch nicht so unglaublich, bei den grünen Tränken jetzt auch nicht so unglaublich kompliziert. Trotzdem brauchen wir Unmengen an Eisen. Das mit dem Kupfer hat überraschend gut funktioniert. Nachdem ich ein, zwei Denkfehler ausgemerzt habe, hat das wunderbar funktioniert. Bei dem Eisen wird es schwerer. Einfach weil wir 30. Ich wiederhole das gerne nochmal. 30 Lanes. Eisenerz brauchen, beziehungsweise Eisenplatten. Nicht ganz, es sind 29,2 oder sowas. Unterm Strich ist es einfach zu viel. Das wird besser. Ja, Fairness halber muss man sagen, das wird besser, wenn wir rote Förderbänder haben. Dann halbiert sich das. Aber um die roten Förderbänder erstmal zu bekommen, brauche ich schon mal 30.000 rote Tränke. Jetzt macht es eventuell sogar Sinn. Im Grunde muss man ja sagen, ich meine, ich habe jetzt, das hätte ich mir vorher überlegen sollen, ich habe das Kupfergedöns jetzt auch hier auf diese Produktivität ausgerichtet. Wenn ich jetzt aber aus diesen Montagemaschinen blaue mache, reduziert sich halt dementsprechend das hier alles um den Faktor 3, ja, also um 33% sinkt das alles. Und bei den Bells halt auch, ne? Von 29,3 bräuchten wir dann nur noch, was haben wir gesagt, ja, 14,6. Also nur noch, das eigentlich sollten wir mit roten rechnen. Hau rein, Smixy Boy. Ciao, ciao. Ja, das wäre. Achso, ich wollte die Kamera wieder anmachen. Ja, mal gucken, ob die Kamera wieder mitspielt. Hier habt ihr euch noch gar nicht gesehen. Gucken wir mal, ob es klappt. Hat Kamera Bock? Hat Kamera keinen Bock? Ich bin da! Winke, winke, winke. Ach ja. Früher hat das mit der Kamera besser funktioniert, ey. Das warme Wetter macht ihr echt zu schaffen. Wie uns allen. Das bringen wir einmal weg, dann brauchen wir noch mehr Öfen. Pass auf, ich habe zwei Gedanken im Kopf. Gedanke Nummer eins ist, es würde es leichter machen, wenn wir jetzt mit grünen, mit blauen Montagemaschinen und roten Förderbändern rechnen würden. Anders als wir es jetzt hier angefangen haben. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt das mit den Verhältnissen durchziehe, die wir jetzt haben und später alles aufrüste, dann produzieren wir ja einfach nur mehr. Und wenn wir einfach nur mehr produzieren, kann ich auch einfach nur mehr Forschungsstätten nochmal hinten ranklatschen. Und das würde schon Sinn machen. Weil wenn wir das hier aufrüsten, also unsere rote Trankproduktion mit roten Förderbändern und Montagemaschinen Level 2, wird die Produktivität da ja auch steigen, dass was rauskommt. Und dann bleibt sich das halt im Verhältnis. Ich habe dir mal ein etwas kompakteres Ofen-Setup gemacht, in dem Setup, das ich bei den Speedrunnern Nephums und Antileritz gesehen habe, nachempfunden, falls du es gebrauchen kannst. Ich guck mal eben. Aber ich befürchte, der ganze Code passt hier gar nicht rein. Ja, die Anzahl der Erze bleibt gleich, da hast du recht, Dünen, aber ich rechne hier, ich lasse mir das anzeigen in Form von Förderbändern. Na, und dann brauchst du halt, weil die roten Förderbänder doppelt so schnell sind wie die gelben, brauchst du halt nur noch halb so viele Förderbänder. Wir rechnen also nicht nach Items pro Minute, sondern nach wie viel Förderbänder-Durchsatz muss ich da durchpeitschen, damit das funktioniert. Und das ist natürlich, du brauchst je weniger Förderbänder, desto schneller die Förderbänder das Zeug transportieren können. If you know what I mean. So, ich gucke mal eben. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht klappt. Ja, das geht nicht. Du müsstest die irgendwie mal woanders hochladen. Achso, warte hier. Ne, das ist natürlich Bullshit. Der gehört nicht hin. Das hier. Ne, geht nicht. Twitch-Nachrichten dürfen nicht unendlich lang sein. Du müsstest den Text irgendwo hochladen.
So, sollen die hier die Ziegel nochmal eben weghauen. Auch da gilt, ich mache mir mal so einen kleinen Highway nach hier unten. Lazy Man's Way. Nein, wir versuchen es ordentlich. Also, Erzförderung, wir fangen hier unten an. Es ist die richtige Richtung. Und dann einfach immer überlappend. Überlappend, überlappend, überlappend. Dann kopiere ich das und baue das einmal dahin, dahin, dahin. 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 So. Ich sag nicht, dass der Outpost Planner die beste Mod der Welt ist, ne? Aber sie ist ganz weit oben. Mal ganz im Ernst. Komm her. Bitte baut. Ich weiß, ihr könnt es. Ich weiß, wenn ihr wollt, könnt ihr es. Ich hätte echt Bock auf die Nanobots, wenn ich mir das so anschaue, ne? Das Einzige, was ich halt machen kann, ist genau das nochmal zu copy-pasten und dann oben rüber zu klatschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal. Irgendwann fangen sie dann echt an, richtig zu arbeiten, aber... Sag mal ruhig, wenn du es bei Discord geschickt hast, ich bin... ich krieg das hier sonst nicht so richtig mit. Hier oben fehlt noch einiges, aber das müssen wir erstmal an den Start bekommen. Dann machen wir das hier nochmal. Oder beides in die Mitte laufen lassen? Macht das Sinn? Statt nach oben? Eigentlich ja. Okay, scheiß drauf. Ist schon geschickt seit 2 Minuten. Ja, dann gucke ich gleich mal. Danke. Wenn ich dich einfach abreiß, wie utopisch ist das, dass ich dich einfach so quer hier raufsetzen kann? Naja, funktioniert nicht. Gut, wir machen es nochmal. Reiß mir nochmal ab. Komm, reiß mir ab. Ja, alles weg. Das sieht verbuggt aus. Wow, das habe ich auch noch nie gesehen. Seht ihr das? Das sind X'e da, wo nichts ist. Strange. Stellen wir nicht in Frage. Wird schon richtig sein. Gut. Fangen wir hier an und dann. Tack. 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 Tack, 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 tack. Tack. Und nach oben. Das wäre schön, wenn sie das tun würden, bin ich ehrlich. Mir wird das gefallen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die beiden jetzt hier... Ne, warte mal, der letzte ist falsch. Der letzte war falsch. So. Und dann schnibbeln wir einmal das hier weg. Dasselbe nochmal auf die andere Seite. Wir brauchen Förderbänder, wir brauchen einen Erzförderer. Holen wir. Hier drüben ist mein Highway. Habe ich noch Punkte übrig? Nein. Moin, leider nicht. Hallo Emsland. Na, du alter Fabrikbesitzer, was macht die Kunst? Äh, 100, 200, 300, 400, 500, schätze ich. Ist eine Schätzung. 500 könnte passen. Hier wollen wir die haben. Und ganz im Ernst. Dann brauchen wir halt noch locker 50 Stück davon.
Und das wird zwar ein bisschen dauern, ist mir aber egal. Und wenn wir die haben, brauchen wir nochmal locker 53 Stück davon. Solar craften, ich muss eh noch hier unten erstmal weitermachen. Gut, es geht wieder bergab. Ich guck gleich mal bei Discord. Ich werde, glaube ich, erstmal meine Blaupause weiter benutzen, aber dann gucke ich mir gerne deine mal an, beziehungsweise die, die du abgekupfert hast. Gut, piu, 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 piu. Das sollte passen. Und dasselbe machen wir jetzt quasi hier drüben nochmal. Da mache ich das aber ein bisschen anders und mache das ein bisschen leichter und mache so. Habe ich es gespeichert? Nein, ne? Doch. So. Gut. Das macht es leichter. So, dann kann das weg, dann kann das weg, dann kann das weg, das weg. Bisschen zu voreilig gewesen, das muss natürlich dranbleiben. Und das weg. Und das weg. Gut, dieses hier ist ein Anfang. Hat das schon Strom hier drüben? Nein. Dann holen wir einmal Strom. Da gehe ich einfach hier links lang. Ich bin relativ zuversichtlich. Also wir werden heute noch keine grünen Tränke herstellen. Das klappt nicht. Aber... Na scheiße, dann kommt der hier auch weg. Ich dachte doch, ich war mir doch so, als hätte ich hier schon welche gebaut. Wir werden uns ein großes Stück darauf hinbewegen und es wird gar nicht so lange dauern, wie ich befürchtet habe, glaube ich. Falsche Seite. Gerne dahin. Pop, 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 pop. Dann fängt es hier an zu laufen. Die hier vorne brauchen halt ein bisschen Strom immer. Das ist okay. Habe ich halt gerade ein bisschen zu großzügig abgerissen. Dann würde ich sagen, gehen wir damit immer auf diese Höhe hier. Okay, da hinten hat auch noch was, kein Strom, ist mir egal, auf der linken Seite fehlt auch noch ein bisschen Strom, ist mir auch egal. Das heißt es jetzt in Öfen packen. Ja, geil, geil wird das. Mmh, yummy, yummy, yummy. Und da weiß ich tatsächlich noch nicht genau, wie ich das mache. Hallo Norfisch, das wird tatsächlich eins der größten Herausforderungen jetzt, glaube ich. So, glaube ich. Ach, bestimmt kommen da noch ganz andere Herausforderungen, aber das wird jetzt schon echt ekelhaft. Apropos ekelhaft, kann ich noch Radare bauen? Nein. Wir brauchen 1408 Öfen. 1408 geteilt durch 348, ne? So. 3,6 hilft mir nicht. Deine Mutter. 88. Das ist mein Baujahr, Leute. So viele. Ich,
Alter. 88. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Das heißt, wenn ich das hier nehme, das hier, und das mal eben hier reinlege, das sind 384 Stück. Davon brauche ich 3,6 Anlagen. Ich werde davon 4 Anlagen bauen. Weil Gründe. Das Design ist halt schon da. Davon 4 Stück. Kugelfang und Sebastian S., danke sehr für die YouTube-Abos. Das würde bedeuten, ich bräuchte 8, 16, 24, 30 Eingänge. So. Das Problem ist, ich kriege ja niemals 30, auch nicht annähernd 30. Das ist halt nicht genug Eisen. Ich habe theoretisch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mit Pi mal Daumen habe ich 20 Eingänge und ich muss 20 auf 30 hochskalieren. Ich weiß nicht mal, wie ich das machen soll. So einen großen Balance habe ich, glaube ich, nicht. Ich hatte irgendwo den richtig großen Balance, da habe ich mir den abgespeichert. Das ist 16 auf 16, das ist auch nicht gut. Das reicht nicht. Nee, warte, das ist 4, 8, 16 auf 12. Das ist nicht gut, Leute. Was mache ich denn? Ich glaube, ich werde das einfach als zwei Dinger beruhen. Ja, das hier sind zwei. Ja, anders wird das nichts. Das hier sind zwei. So. Eins. Wir sollten hier anfangen, das ist leichter. Eins. Aber stimmt da noch nicht, oder? Ja, warte. Das ist falsch. Das ist falsch, einfach falsch. So. Eins. Den können wir im Grunde sogar hier noch drehen und den da hinpacken. Und dann nehme ich zwei davon, weißt du? Dann nehme ich erstmal zwei davon. Und dann muss ich links und rechts irgendwann nochmal zwei anschließen. Warte, das ist auch irgendwas ganz schief. So. Im Grunde muss der dahin. Ich weiß nicht genau, ob ich den spiegeln will oder nicht. Ich glaube, ich will den spiegeln und dann hier hinhauen. Puh, ich weiß wirklich nicht, ob das alles so richtig ist. Also das auf jeden Fall falsch. Der muss da hin. Maleficent, was sagst du denn dazu?
Ist das gut oder ist das nicht gut? Ja, es ist schon tough, Leute. Aber ich glaube, wir kriegen es hin. Ich lasse mich doch nicht von dem Spiel fertig machen. Wer bin ich denn? Ja, meine Großhirnrinde ist sowas von aktiv. Ihr macht euch gar keine... Junge, das ist... Das kribbelt schon unter der Kopfhaut, weißt du? So. Einmal ein abgeschmolzen, dann ist gut. Dann haben wir hier noch zwei offene rumliegen. Was halt nicht so geil ist, aber wir lassen das jetzt erstmal so. Ja, und alle Splitter und Underground Bells sind auch schon weg. Ich sollte die vielleicht einfach mal automatisch herstellen lassen. Ich meine, ich breche damit keinen Zacken aus der Krone. Es gibt keinen falschen, nur besser. Da widerspreche ich. Tut mir leid. Das kann ich so nicht unterschreiben. Man kann durchaus echt Sachen verkacken. Zum Beispiel nach 12 Stunden Spielzeit immer noch keine Untergrundbelts automatisiert haben. Moin, moin, du geiler Fabrikant. Ich meine, lässt sich relativ fix fixen. Ja, ist jetzt nicht das Problem. Guten Tag, Fabrikbesitzer. Ich nicht wissen, wer du bist. Lucky Loser! Oh, der Loser ist da. Hallo. Na, mein Freund, wie geht's dir heute? Angenehmen Tag gehabt. Also, Untergrundförderbänder. Check. Packen wir hier meine Kiste. Werden wir halt viele brauchen. Sollen erstmal raus hier. Und das zweite ist Splitter. Und das funktioniert eigentlich genauso. Nur mit grünen Chips noch dazu. Weißt du was? Schluss. Umentschieden. Machen wir nicht hier. Das machen wir weiter oben. Da habe ich die grünen Chips auch in der Nähe und dann ist das gut. Das heißt, ich möchte, dass meine Untergrundförderbänder hier Förderbänder transportieren. Klingt erstmal kannibalistisch, aber hat alles so seine Richtigkeit. Dann machen wir das hier. Wir brauchen einmal Montagemaschinen. Wo sind sie? Hier. Einmal das und das. So. So. So und so für die Splitter. Und dann dahin. Und dann dahin, dahin. Dahin, dahin, dahin. Einmal für die Untergrundförderbänder. Und dann zwei Kisten, wo das reingeworfen wird. Und dann ein bisschen Strom. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz doll vertan habe, fangen die jetzt an. Ich kann vielleicht noch so machen, geht es ein bisschen schneller. Zack. 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 Guck mal, da muss ich den ganzen Scheiß nicht selber produzieren. Bisschen produzieren wir jetzt trotzdem einfach, damit es fixer geht, aber dann habe ich hier irgendwann volle Kisten, die ich nehmen kann. Ist auch schön. Ist auch schön, damit ist uns sehr geholfen. Lucky Loser, wir haben große Fortschritte heute gemacht. Wir waren richtig fleißig, Mann. Die grünen Tränke kommen immer näher. Die sind noch nicht ganz da. Würde auch noch eine Ecke dauern. Weil die Dimensionen, gelinde gesagt, echt lächerlich sind. Aber wir arbeiten darauf hin und das ist doch alles, was man von uns verlangen kann. Und wir machen wirklich ganz gute Fortschritte hier. Das ziegeln wir noch eben alles weg, dann laufen wir hier einmal runter. Ich kann schon wieder keine Radare produzieren, aber das ist okay. Ein Radar können wir jetzt wenigstens produzieren. Zwei Radare können wir produzieren. Hohohoho. Ein Radar. Har, har, har. Zwei Radar. Har, har, har. Ja. Das ist irgendwas lustig. Hat das jetzt Strom? Das hat Strom. Können wir das andere auf die rechte Seite packen?
Auf jeden Fall ist es ein langes Early Game und Mid Game und Endgame sehe ich noch nicht. Ja. Ich bin da leider irgendwie bei dir. Das ist viel. Das ist echt viel. So, unter, so alle, all things considered, it's a lot. Leute, könnt ihr nicht bitte arbeiten? Guck mal hier. Ich will, dass das da entsteht. Da. Machen sie nicht. Machen sie aber nicht. Alles im Inventar. Sie haben keinen Bock zu arbeiten. Gut, dann müssen wir halt so machen und so machen. Arbeiten. Jetzt fangen sie an. Bis das Inventar wieder leer ist. Dann lassen wir die Kohle reinlaufen, dann haben wir die Eisenplatten. Wie gesagt, das müssen wir eigentlich nochmal verdoppeln. Was schon, entschuldigt meine Ausdrucksweise, aber gehirngefickt ist. Ja, das ist gehirngefickt, dass wir das hier nochmal verdoppeln müssen. Eigentlich muss ich das nach links und rechts dann nochmal treiben, aber nicht jetzt. Immerhin kann ich hier direkt das Holz wegschmeißen und ist ein bisschen Brennmaterial schon mal drin. Heftig, Alter! Echt heftig. Ah, ich wollte eigentlich ein bisschen Mucke anmachen, ne? Aber das ist jetzt auch irgendwie ein bisschen badenspät. Ja, die Steine machen wir zu Öfen. Guck mal, sie arbeiten ja immer noch. Sie arbeiten immer noch, das ist doch schön. Was ist der nächste Schritt? Kupfer anschließen? Meine Drohnen feuern, weil sie nicht arbeiten? Guck mal, das hat gewirkt. Da haben sie auf einmal gehört. Ich glaube es nicht, ja? Ich glaube es nicht. Du musst denen nur Angst machen. Ja? Wedel einmal mit der Kündigung und die arbeiten. Nochmal Balancer holen ist der nächste Arbeitsschritt. Mhm. Balancer und Untergrundförderbänder werde ich noch ein paar brauchen. Dann schließe ich das Kohleförderband an von hier oben. Das können die hier schon einmal wegtragen. Danke. Na, schöne Arbeit noch. So ist gut. Tschu. Pop. Guck mal, das sieht doch gut aus. 119 Stück. Untergrundförderbänder, damit lässt sich was anfangen. Okay, achso, die Förderbänder. Zwei Stück brauchen wir, ne? Erstmal, weil wir noch nicht alles angeschlossen haben, reichen zwei. Ah, das reichen sogar so zwei. Dann nehmen wir einmal dich. Oh, fuck. Nein. Abbruch. Das tut mir jetzt in der Seele weh, aber wir müssen damit weiter nach hinten. Ungefähr eher so nach da. Abreißen bitte. Einmal abreißen. Ich mag es ja auch nicht. Reißt ab, sammelt ein. Ich pack das gleich weg. Alles einsammeln. Gut. Hat den Vorteil, dass hier dann gleich ein bisschen Kohle drin ist. Das ist tatsächlich relativ angenehm. Zack, Kohle leer. Nochmal mehr davon. Und dann müssen wir mit der Kohle ungefähr erstmal, bis auf weiteres kann man sagen, hier lang. Mit zwei Förderbändern. Und dann geht es wieder hoch. Bis wir hier angekommen sind und dann wissen wir, auf welcher Höhe wir arbeiten und dann ist uns schon mal stark geholfen. Wenn wieder runter Kohle kommt. Und
Kohle geht hier rein. Die eine. Was cool ist, dann können wir uns nämlich hier den ganzen Aufbau sparen. Brauchen wir nicht. Was wir brauchen, bist du, du und du. Gut, Kohle läuft dann gleich rein. Und die zweite Kohle-Lane lassen wir... hier reinlaufen. Müssen wir doch so machen. Ah, dass er hier nicht automatisch schon so macht, das ist ein bisschen nervig. So, Kohle kommt. Kohle kommt nicht. Warum kommt Kohle nicht? Kohle kommt. Kohle ist nur sehr langsam. Na gut. Wir brauchen noch mehr Untergrundförderbänder. Hier, komm mal da. Bauen. Bauen, bauen, bauen. Normale Greifarme brauchen wir auch noch. Kann hier auch noch mal ein paar von holen. Förderbänder leer, gelbe Greifarme, Untergrundförderbänder Splitter. Schuf. Haben wir hier gleich noch einen Highway. Haben wir noch ein paar Steine hier. Die Fabrik muss wachsen, die Fabrik muss wachsen, sie muss einfach wachsen. Ja, wachsen. Gelbe Greifarme. What? Nur 270 Stück. Ach so, weil ich die da gar nicht mehr reinpacke. Ne? Haha, großer Fehler dieser. Dieser großer Fehler. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Hier muss rübergepackt werden. Tuck, 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 tuck. Dann kann ich mal einmal wegsammeln, ist okay. Kann ich eh nochmal ein paar Radare machen. Ja, jetzt müssen wir gucken, wie weit wir mit den Greifarmen kommen. Das sind nicht genug. Also, das sind deutlich zu wenig. Aber es ist ein Anfang. Gut, die Kohle kommt. Sehr schön. Die Kohle läuft hier dann auch durch und läuft da hinten rein. Dann haben wir das. Die gelben Dive-Arme kommen. Ich gucke nochmal eben auf unseren Stromverbrauch, aber dadurch, dass unsere... Ja, wir verbrauchen halt so gut wie nichts. Das ist crazy. Das ist halt fast alles auf Standby momentan. Aber das ist auch nicht schlecht. Kleine Verschnaufspause. Wie sieht das mit unseren roten Tränken aus? Die müssten ja theoretisch richtig hochstecken. Ja, seht ihr das? Wir produzieren kaum noch rote Tränke. Vermutlich, weil unsere Lagerräume voll sind. Wir produzieren noch so 30 rote Tränke, das heißt, Bufferkisten sind voll. Was später wichtig wird und gut wird. Ich habe alles da, ihr müsst nur bauen. Da fehlt noch einer. Das sieht gut aus. Was fehlt hier noch? Untergrundförderbänder, Splitter, aber hauptsächlich... Greifarme, okay. Hauptsächlich Greifarme, das ist gut. Dann haben wir gleich Eisenplatten. Dann haben wir Eisenplatten, die bringen wir zu den grünen Chips. Dann haben wir grüne Chips und Eisenplatten. Und das ist alles, was wir brauchen. Dann geht es nur noch um die eigentliche Produktion. Voll krass. Also ich bin wirklich positiv überrascht, wie schnell wir da durchjetten.
Es würde schneller gehen, wenn unsere verkackten Roboter einfach das machen würden, wofür sie da sind. Aber nun gut. Nochmal 39 Stück ist jetzt nicht so viel. Ich glaube, ich produziere selber nochmal ein paar eben. Nehmen wir davon ein bisschen was mit und nehmen wir davon ein paar mit und dann... Zahnräder. Nehmen wir davon noch ein paar mit. Nochmal so 200 Stück oder so hinterher produziert. Ich weiß nicht genau, wie viel wir Hunden jetzt noch brauchen. Cam dunkel. Ja. Alter, die ist auch kochend heiß, wenn ich die anfasse, Mann. Das ist nicht schön. Yes. Zack. Sehr schön. Ja, immer eins mehr, du sagst es. Lucky Loser, ich wünschte, du hättest Unrecht, aber ich weiß es ja leider besser. Es fehlen halt noch mindestens so 200 Stück hier. Und dann noch mal einiges hier. Dann baue ich die halt selbst. So, den und den. Gut, aber jetzt können wir überlegen. Theoretisch könnten jetzt hier drüben sogar schon die ersten Eisenplatten rauskommen. Ja, die ersten Eisenplatten sind da. Wie viele Eisenplatten-Lanes brauchen wir für unsere grünen Chips? 5,3, da haben wir gesagt, wir nehmen 6. Die sind schon runterritzt, das heißt, diese 6 hier lasse ich hochlaufen und fädel die hier ein. Machen wir, fangen wir an. Ist diese Höhe okay? Ah, nicht so ganz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Achso, warte, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, wir brauchen einen 6 auf 8 Balancer, beziehungsweise einen 8 auf 8 Balancer. Blaupausenbuch. 8 auf 8. Und der kommt dann hier hin. Ist schön, wenn es einfach mal funktioniert. Das Kommando zurück. Wie sind die aufgebaut? So, Problem ist, wir brauchen hier noch oder nicht Problem, der 8x8 Balancer, den wir bauen wollen, der muss hier hin. Beziehungsweise, ich will den eigentlich so laufen haben, dass ich hier direkt durchkomme. Das heißt, diese Höhe wäre perfekt, ne? Ja. Diese Höhe hier. Nehmen wir da hin, dann passt das. 1, 2, 3.
So. So. Und so. Das hoch. Der dort rein. Der dort rein. Der Problem. Beim nächsten Level up nehmen wir Build Reach. Ich hasse das. Mit so wenig Reichweite. Ist immer maximal belastend. Ja, Strom holen wir von oben. Das passt schon. Wenn ihr arbeiten würdet, könnte ich so viel schneller spielen. Ohne die würde alles viel, viel länger dauern, weißt du? Ohne die würde ich ja kaum vorankommen. Aber mit denen, wenn man sich darauf verlässt und sie dann nicht arbeiten, ist das so ein Pain in the fucking anus. Da bekommt man dezente Mordgelüste. Nichtsdestotrotz haben wir es. So. Sitzt, wackelt, arbeitet, hat Luft und so. Alles schön. Die ersten grünen Chips entstehen. Bam, 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 bam. Und das sind 5,3 Förderbänder. 1, 2, 3, 4, 5,3, 8, dann lasse ich die einzeln laufen. Scheißegal. Dann lasse ich die einzeln laufen. So, pock, 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 pock. Moin, moin, du geiler Fabrikbesitzer. Theoretisch ist das schon mal gar nicht so schlecht. Hallo Gundam, zweiter Block Metall falsch angeschlossen. Oh. Ja. Das ist so. Danke sehr. Das passt. Hier auch. Flüchtigkeitsfehler, ja. Sehen wir so, geht das nicht. Dann können deine Zuschauer auch gleich selber spielen, weißt du? Ah. Gut, das ist in Ordnung. Das läuft und das läuft. Hier sehen wir einen großen... Achso, das arbeitet nicht, weil da ganz viele Greifarme fehlen. Das korrigieren wir eben. Hier, fangen an zu arbeiten. Entflattert, meine kleinen Roboter. Entflattert. Papa muss sich Greifarme holen. Ja, das sollte reichen jetzt. Das sollte reichen. Ist so, Mann. Und gleich Nackenschelle. Gleich den Nackenboiler reindrücken. So geht das nicht, Seno. So geht das nicht. Ist peinlich. Ist peinlich. Baut mir das auf. Kommt. Wir warten auf die Roboter. Im besten Fall. Ja, das sieht gut aus. Das fühlt sich gut an. Ich glaube, sie machen es. Jetzt wird hier gearbeitet, richtig gut.
Hier drüben fehlen auch noch ganz viele. Also wenn ihr so frei wärt. Achso, hier muss ich den Scheiß übrigens noch anschließen. Hier machen wir das eh nicht schlecht. Ich habe hier jetzt unter anderem den hier benutzt. Der ist echt kacke. Der ist sogar so kacke, dass ich sage, ich benutze lieber... den hier hinten noch mit. Und der darf dann damit reinlaufen. Dann kommt das hier rum und dann ist das deutlich, deutlich, deutlich besser. Der läuft dahin. So. Das endet nicht gut. Machen wir lieber so. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Drei noch. Zwei noch. Gut, das wäre angeschlossen. Dann wird hier auch gleich produziert. Sehr schön. Zack, zack, zack. Die ganzen Eisenplatten werden zu Zahnrädern, Förderbändern und Greifarmen. Nachdem wir jetzt hier drüben schon einiges an grünen Chips haben, das heißt, diese Produktionsstätte läuft. Das läuft. 47. Ich gucke nochmal eben ganz kurz. Nächster Schritt, 47 Minuten, ja, ein Schritt, Arbeitsschritt machen wir noch. Jetzt haben wir, gucken mal, 384 Öfen für Kupfer checkt, 1400 Öfen für Eisen nicht checkt, da haben wir erstmal nur die Hälfte. 120 Montagemaschinen für Kupfer check, 120 für Zahnräder nicht check, 40 für Förderbänder nicht check. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir... wie wir das genau machen. Nur die brauchen 40. 40 auf 40. Gut. Also eine Zahnradmaschine auf eine Förderbandmaschine. Und dann haben wir den. Und da brauchen wir 80, 80. Also auch 1 auf 1 jeweils. Ja, das geht doch. Dann nochmal 960 Maschinen, die grünen Tränke herstellen. 960. Ja, aber okay, also theoretically machen wir dann halt ungefähr irgendwie so einen Aufbau, ne? Bin ich jetzt mal so spontan der Meinung. Und dann haben wir Zahnrad. Wo haben wir es hier? Förderband. Zahnrad, Förderband. Das Ganze 40 Mal. Dann können wir da vielleicht 220. Oh mein. Haar unter der Maus. Ich hasse das. So. Insgesamt 80 müssen das dann sein. Ne? 40, 40, 80. Das heißt 16, 32, 8, so. Und das Ganze dann einmal vielleicht gespiegelt.
So, wie viele Förderbänder kommen denn da raus? 5,3, ja, dann kann ich das so schon mal knicken. Das heißt, wir brauchen 6 Lanes. Okay, wenn wir 6 Lanes brauchen. Na, hier kommen 6 Lanes raus. 40 geteilt durch 6. 36, 42. Wären 7, oder? 7 mal 6, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ich gucke mal, ob das hinkommt. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich habe ein bisschen zu viel gelöscht. Machen wir das nochmal. Also, zack, zack. Rein, rüber, raus, rein. Strom, Strom. Zweimal. Zahnräder und Förderbänder. Zahnräder und Förderbänder. Dann 2, 4, 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 7, 7. Nee. What the fuck? Ich brauch. Okay, pass auf. Es ist schon spät. So, das runden wir auf, sind doch 7. Ja, meine ich doch. Das heißt 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein noch hinterher. Das heißt, das ist eine Lane. Da kommt eine Lane Förderbänder ungefähr raus. 7 Stück. Und die brauchen auch. Uff. Da hätte ich ja viel mehr drauf achten müssen. Es kommt zwar 5,3 raus. Aber reinwandern tun 2,6 plus 5,3. Das heißt 7, 9, 8. Ja. 8 Lanes Eisenerz. Das heißt, wir müssen es eigentlich durch 8 teilen. 40 durch 8 ist nicht mehr ganz so schwer, da sind es 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wir gehen bis da. Mach mir das weg. Mach mir das weg. Danke. Na, das heißt, das ist ein Förderband volles Eisen, was hier weggesnackt wird. Und davon brauchen wir, weil das 5 Stück sind, wir brauchen 40 insgesamt, brauchen wir 8 solcher Lanes. 1, ich überlege gerade, ob ich das mit Untergrundförderbändern irgendwie geil hinbekomme. Ja, bringt uns aber auch nicht so viel. 2, 3, 4, 5. Sechs, sieben. 8, das sind jetzt insgesamt 80 Stück, und zwar 40 mal Zahnräder, 40 mal Förderbänder. So wie wir das brauchen. 40, 40 für 5,3 Output-Dinger. Da muss überall jeweils Eisen rein. Da haben wir das Eisen durch. Dann nehmen wir jetzt hier erstmal nur die Förderbänder und gucken dann, wie es weitergeht. Das haben wir da, das haben wir da. Das heißt, hier nur die Förderbänder raus. 8 mal Input. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das kriegen wir mit hier auch noch hin. Da gehe ich vielleicht auf diese Höhe hier. So. Ach, scheiß auf. Dahin ungefähr. Input 1, Input 2,
Input 3. Input 4. Input 4, Input 5. 6. So, und dann haben wir nämlich kein Eisen mehr übrig für unsere wunderbaren Greifarme. Ja, doch, weil wir hier nur 3 gebraucht haben. Wir hätten hier noch minimal was übrig für Greifarme, aber das ist halt nichts gut. Na, da wandern jetzt insgesamt 5, 3, 8 mal Eisen rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Das schmeißen wir mal einmal ganz kurz an. Da fehlen ja noch ein paar Förderbänder, die das abtransportieren quasi. Und dann haben wir die Förderbänderproduktion, die grüne Chipsproduktion. Dann brauchen wir nur noch mal Zahnräder und Greifarme für, ja, halt die Greifarme. Cool. Dafür brauchen wir viel davon. Rest darf da bleiben. Ich bin halt, ja. Was haltet ihr denn davon? Kommuniziert doch mal mit mir. Findet ihr das gut, was wir hier bauen? Seid ihr damit einverstanden? Also bis jetzt macht es, glaube ich, echt noch Sinn. Ich glaube wirklich, bis jetzt macht es noch Sinn. Dann habe ich hier Ausgänge. Wie gesagt, das sind eigentlich nur 5,3 Förderbänder, aber wir lassen das mal auf den 8 Ausgängen. Das kriegt Strom von mir aus von hier. Zack, zack, zack und dann wird es weggeknuspert, ne? Kann sein, dass so viel gar nicht auf eine halbes Band passt. Ja. Weil das sind 8 Förderbänder, jeweils aber nur die Hälfte. Hälfte von 8 sind 4, wir brauchen ja aber 5. Das heißt, wir müssen quasi irgendwie immer dort, 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 dort. Das Ganze so rüberlaufen lassen. Gut. Pup, 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 pup. Und dann müsste da theoretisch hoffentlich schnell genug produziert werden. Scheiße, ist das heftig. Ich finde es gut und es macht Spaß, hier zuzuschauen. Danke, Dünen. Sieht gut aus. Ehrlich oder höflich? Klingst du mir? Halt die Klappe, Mann. Jetzt bist du so gemein zu mir. Ich finde das gut. Ausbaufähig, aber gut. Kamera ist verbuggt. Ja, sie will heute nicht mehr. Ist okay. Machen wir die Kamera wieder aus. Passt schon. Habe ich euch übrigens schon erklärt, Leute, wie wir gemeinsam den Klimawandel besiegen können? Das muss ich an dieser Stelle auch mal ganz kurz erwähnen, ja? Ich bin nämlich massig stolz auf mich. Ernsthaft. Wenn ihr am Lurken seid, guckt auf den PC, guckt kurz auf den Bildschirm, guckt auf euer Smartphone, was auch immer. Ich war letztens bei einer Bekannten in Berlin und da ist mir aufgefallen, wie man den Klimawandel oder die Energiekrise, muss man sagen, bewältigen kann, ja? Ich habe ein Perpetuum mobile gefunden. Gönnt euch. Wir sind in einem Fahrstuhl und er produziert einfach bei der Fahrt Strom. Das heißt, jeder von uns müsste eigentlich nur den ganzen Tag Fahrstuhl fahren. Und schon hätten wir genug Energie für alle. Und das Übelste ist, Leute, guckt auf das Baujahr. Das wussten die schon 1974. Diese Fahrt erzeugt jetzt Strom hier. Vom Erdgeschoss geht's gleich nach oben. Da, und es wird Strom produziert. Diese Fahrt erzeugt jetzt Strom, Digga. Da. Bam. Das ist doch egal. Hauptsache Strom produziert. Naja, natürlich sind wir hochgefahren. Andersrum funktioniert's nicht. Andersrum funktioniert es ja leider nicht. Aber ich fand es irgendwie lustig, dass sie damit angeben. Weißt du, es ist halt jedem, der einigermaßen klar denken kann, völlig klar,
dass wenn der Fahrstuhl in die andere Richtung fährt, er mehr Strom verbraucht, als er davor gewonnen hat. Sonst kann es halt gar nicht funktionieren. Aber sie geben damit halt an, weißt du, das ist so eine verquere Logik, damit anzugeben. Wir produzieren jetzt Strom. Ja, aber wie viel Strom hast du denn davor? Das ist wie wenn du sagst, du gewinnst bei einem Pokerturnier $100 und du gewinnst jedes einzelne Spiel, aber der Einsatz kostet halt $200. Und nach jedem Spiel sagst du, oh, ich habe gerade $100 gewonnen. Ja, aber du hast doch 200 eingesetzt. Ja, aber egal. Ich habe Gewinn gemacht. Nein, du hast gewonnen, aber du hast nicht Gewinn gemacht. Ich fand das so lustig. Ich muss an euch denken. Achso, was sollten wir jetzt machen? Genau, den nächsten Arbeitsschritt noch eben. Ne? Ja, das machen wir auch noch. Das heißt 80-80. Das heißt, wir machen im Grunde genau dasselbe. Nur anders. Geil, ne? Sind das hier auch 8 Lanes? Ja, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, dann machen wir jetzt quasi folgenden Aufbau. Grüne rein. Eisenplatten rein. Zahnräder rein. Und die Zahnräder kommen von da. Nee, von da. Und da es 1-1 ist, kann ich hier, glaube ich, auch noch normale Greifarme benutzen. Müsste eigentlich der Fall sein. Dann kriegt das Ganze Strom und Strom. Und dann haben wir 1. Ach, Quatsch. So. Und dann haben wir 1. Das geht nach da und das geht nach da. Ach so, die müssen dann natürlich auch noch irgendwo raus. Da habe ich jetzt natürlich nicht so wirklich dran gedacht. Dass die da auch noch raus müssen. Da er mindestens es ist Glücksruide. Es macht Sinn, die Zahnräder woanders zu produzieren und die Zahnräder einfach nur hier hinfahren zu lassen. Und das dann hier rauszuschmeißen. Dann haben wir hier einen Zahnräder rein, Greifarme raus. So. Du musst bei einer Verarsche an uns denken. Ja, natürlich. Du weißt doch warum. So, 2, 3, 4, 5. Und dann 5 pro Lane, ne? Dann haben wir nämlich, 10 pro Lane in dem Fall, ne? 10. Weil wir brauchen 80-80. Korrekt? 80-80. Das pro Lane 10 Stück. Der kann weg. Gut. 10. Oh fuck, hier muss ich es so machen. Wir bleiben erstmal so, also so zack. Zehn, 20, 30, 40. Und dann muss ich das Ganze quasi nochmal umgedreht machen. Mit H, ne, mit F, mit G, so, sorry, mit G einmal so rumdrehen. Das geht rein, das geht raus, ja. Allerdings dahin. Zack. Zack. Ist das dieselbe Höhe jetzt hier? Ja. Zack, zack. Zack. Ah, komm her. Ich will da. Na! Ah! So. Okay. Montagemaschinen. Wir nehmen noch mal ein paar Öfen. Wir produzieren noch ein paar Öfen. Ist okay. Wir brauchen Montagemaschinen. Die sind hier. Quatsch, hier. Das reicht. Wir brauchen ein paar. Da brauchen wir, glaube ich, alles tatsächlich gar nicht. Nö.
Gut, dann kommen wir wieder zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das heute fertig bekommen. Ich bin wirklich positiv überrascht gerade. Machen hier nochmal ein bisschen Licht ins Dunkel. Und wenn wir schon dabei sind, kommt hier auch nochmal ein bisschen Licht ins Dunkel. Somewhere out there. Ich weiß nicht, wie der Text weitergeht, aber das Lied ist schön. Ich weiß nicht, was HFG bedeutet. Hooligan-Fanatiker-Girlfriend. Wahrscheinlich wird es das sein. Genau, und jetzt brauchen wir eigentlich halt theoretisch, das, ne, brauchen wir noch zweimal so einen Block, damit wir genug Eisenplatten haben, weil wir 10,6 Lanes brauchen, um genug Zahnräder herzustellen. Das heißt, alles, was jetzt... Das ist jetzt nur ein Workaround, bis wir mehr Eisen gefunden haben. Ich weiß aber nicht, wo hier noch mehr Eisen ist. Das machen wir auch nicht heute. Das heißt, das hier ist jetzt kurz nur ein Workaround. Indem wir sagen, mir eigentlich relativ egal, wie viele wir hinpacken. Wobei 10, 8... Acht müssen es sein. Mehr als 8 macht keinen Sinn. Ja, wir bleiben auf 10, aber das dürfte halt auch schon zu viel sein. Genau. Und rein. Und Strom. Moin, du Fabrikbesitzer. Und ey, du kommst auf die Oberseite bitte. So. Zack, zack, weg und rausgesammelt und geäfft und rein und rüber und rüber und Zahnräder und na klar, haben wir oben erwischt, haben wir. Das kriegt jetzt auch einmal Strom. Wie gesagt, das ist nur provisorisch, bis wir irgendwo mehr Eisen gefunden haben. Dann muss das hier nochmal hochskaliert werden. Bop. Diese Zahnräder müssten eigentlich genau ein Förderband werden, oder? Da hier das Verhältnis 2:1 ist, müsste das eigentlich genau hinkommen. Und dann wie viele... 5, 3... Ja, das weiß ich jetzt nicht genau. Wie gesagt, drauf geschissen, das ist nur provisorisch. Das wird eh morgen, übermorgen abgerissen. Ich will jetzt einfach ein paar grüne Tränke produzieren. Einfach für mein Selbstwertgefühl. Ist auch irgendwie eine kranke Aussage. Ich will grüne Tränke produzieren für mein Selbstwertgefühl. Aber ein bisschen ist es halt so. Ich will, dass das heute noch fertig wird. Also lassen wir die Sachen jetzt hier reinlaufen. Zahnräder entstehen. Und theoretisch... müsste sich das so ungefähr eintragen gehen. Das müsste ungefähr ein volles sein. Hab heute mal in alle Sense reingehört. Vielleicht höre ich mir das nach Perry auch mal an. Das ist echt gut. Also ja, ist lustig geschrieben auf jeden Fall. Wie weit bist du gekommen? Gekommen. Es ist was Sexuelles. So. Wir lassen hier den Shit hochlaufen. Wir lassen hier... den Shit hochlaufen. Lass uns den hier hochlaufen. Wie viel kriegen wir da wohl raus? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist mir erstmal egal. So, dann holen wir einmal Förderbänder hier hoch. Auch da ist nur ein Provisorium, damit wir jetzt hier direkt anfangen können. Und dann machen wir vermutlich, das ist vielleicht übertrieben, ich bin mir da tatsächlich nicht ganz sicher. Machen wir einmal so, nehmen uns das hier zu Herzen. Machen so. Und so.
somewhere out there. Und im besten Fall könnten das unsere ersten grünen Tränke werden. Zack, zack, zack. Und sie fangen an zu arbeiten. Ich fasse es nicht. Bisschen eng hier alles. Ist egal, so. So, pop, 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 pop. Grüne Tränke kommen. Grüne Tränke sind sogar hier auf der richtigen Höhe. Laufen dann hier hoch. Ja, fast richtig. Laufen dann hier hoch. Laufen hier rüber, laufen hier hoch. An diesem Kohleband vorbei, machen dann eine Linkskurve. Oh mein Gott. Und wie gesagt, das ist jetzt alles halt noch nicht aufeinander abgestimmt und so, aber dann laufen die hier rein und dann haben wir hier. Oh. Warum ist der doppelseitig? Diese schlecht, diese ganz schlecht. Diese ganz schlecht. Oh, diese wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Das sorgt dafür, dass wir hier überall doppelseitig rot haben. Doppelseitig rot dürfen wir aber nicht haben. Oh, oh, oh. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Das. Na, dann haben die grünen Tränke jetzt wenigstens Zeit, hier mal anzukommen. Gucken wir uns mal an, wie weit das funktioniert. Na, kommen die ersten schon. Doch, Glücksrühre, das war sehr gut. Du überlegst, ob du weiterhörst. Das ist ein Beweis dafür, dass es dir sehr gut gefallen hat. Ich lasse mich hier doch nicht verarschen, weißt du. Da könnte ja jeder kommen. Nö, nicht mit mir. Das Buch ist gut, du weißt es, du willst mir auf den Sack gehen, ist in Ordnung. Ich lasse es dir nicht durchgehen. Ja, du hast deinen Meister gefunden. Niu, niu. Dann haben wir gleich einen schönen Abschluss, wenn das hier alles erstmal läuft. Wir können jetzt ja hier gleich schon mal auf die verbesserten Förderbänder gehen. Wäre sinnvoll und danach Montagemaschinen, die verbesserten, wäre auch sinnvoll. Moin, moin, du kleiner Fabrikbesitzer. Alter, ihr kommt immer um Uhrzeiten, wo ich gerade Schluss machen möchte. Lars Tiger, die Balance arbeitet gut. Ja, es war oben nur leider ein kleiner Fehler drin. Aber abgesehen davon hat es gut funktioniert. Abgesehen davon war alles Bombe. Ja. Hätte ich keine Scheiße gebaut, hätte es funktioniert. So, jetzt funktioniert es aber wieder. Noch irgendwo doppelt rot. Ich sehe kein doppelt rot. Sieht einer von euch doppelt rot? Ja, hier. So. Und jetzt müsste sich hier grün mit reinmischen. Die müsste jetzt die eine Lane langsam aber sicher hier oben ankommen. Ah, einen kleinen Moment hat sie noch. In der Zeit snacken wir uns noch mal ein bisschen Beton weg. Wisst ihr, was wir machen? Dann machen wir einmal so. Und dann können wir hier richtig schön so machen. Piu! Dann wird nochmal ordentlich gepflastert überall. Ordentlich gepflastert, damit der See nur auch so richtig schnell überall hinlaufen kann. Wer die Heiler verarscht, der läuft. Es ist immer ratsam, wenn man weiß, mit wem man sich anlegen kann und mit wem eher nicht.
eine der wichtigeren Sachen, die man im Leben lernen muss. Wem kannst du auf den Sack gehen und wem nicht? Was sagt unsere Produktion? Yo! Guck dir das an! Solide 200 Stück pro Minute. For real? Ist okay. Nicht gut. Aber wie gesagt, das ist ja auch nur ein Anfang, bis wir irgendwo noch ein Eisenfeld hier unten gefunden haben, das wir hier mit reinmischen können. Dann machen wir hier nochmal zwei Blöcke weiter nach rechts, stellen hier die Zahnräder her und dann ist es das. Ja, und wahrscheinlich haben wir auch einfach viel zu wenige. Da passen wahrscheinlich noch viel, viel mehr Montagemaschinen hin. Die brauchen halt einfach so lange mit der Produktion. Oh. Naja, da kann ich eigentlich ohne Probleme das nehmen und einmal G drücken und das einmal hier hinsetzen. Das werden sie jetzt nicht bauen, weil ich halt die betreffenden Sachen nicht im Inventar habe. Und dann haben wir gleich doppelt so viele grüne Tränke. Wo sind meine Kisten? Wo habe ich meine Kisten hingepackt? Wait a minute. Ich suche mein spontanes Lager. Hier. Montagemaschinen sind drin, Förderbänder sind drin. Dann laufen wir nochmal runter. Dann baut mir das hier auf. Ja, baut. Ich will, dass er mir das hier aufbaut. Ob ihr das jetzt wollt oder nicht. Euer Ernst, ihr habt es echt nicht vor? Ah. Muss ich euch erst wieder feuern? Lucky Loser, du bist der Grüne übrigens, der grüne Companion-Bot. Du machst deine Arbeit, siehst du das? Du bist original der Einzige, der sich auch nur an wenigstens ein bisschen bewegt. Der Rest hier tut halt nicht mal so. Jetzt. Yes, 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 yes. Sehr schön. Und dann machen wir plopp, plopp. Und wir machen plopp, plopp. Das wird morgen wieder abgerissen. Kein Scheiß. Aber bis dahin können wir jetzt ein bisschen forschen. Naja, damit müssten wir jetzt so auf 400 kommen. Und wir sehen schon, damit könnten wir tatsächlich noch mehr machen. Sollte grün nicht der Druide sein. Der Druide ist braun. Wie das AA des Waldes. Wie die morschen Blätter. Nee. Verdorrten. Wie heißt denn das? Welk. Welk ist das Wort, was ich gesucht habe. Wie die welken Blätter. Wie im echten Leben, so im Spiel Glücksruine, weißt du doch. Seht ihr das hier? Guckt euch das an. Dan, 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 dan. Fast alles läuft. Fast alles. Produktion, grüne Tränke pro Minute. 400 Stück. Nice. Gucken wir uns den Trend der letzten 10 Minuten an. Steigt es. Wir hatten 0, dann hatten wir 204 und jetzt haben wir 446 sogar. Geilomat! Und nachdem wir jetzt 2 Stunden lang nichts mehr geforscht haben, geht die Forschung jetzt wieder los. Das ist tatsächlich gut, das ist ein großer Erfolg, Leute. Somewhere out there. Und jetzt geht das da weiter. Jetzt machen wir hier mit auf die zweite Lane und dann ist gut. Drückt mir mal die Daumen, Leute. Ich krieg Freitag mein Ergebnis. Was bei meiner Biopsie rausgekommen ist. Ich habe immer noch eine geschwollene, schmerzhafte Brust.
Mittlerweile glaube ich nicht mehr, dass das an irgendwelchen Hormonen liegt, einfach weil das schon ewig lange jetzt so geht. Irgendwie seit 2,5 Monaten, wenn nicht länger. Und da dürft ihr mir, wenn ihr es gut mit mir meint, gerne mal die Daumen drücken, dass das irgendwas Harmloses ist. Es wird schon irgendwas Harmloses sein, aber die Gewissheit haben wir dann doch ganz schön. Arbeitet alles, ne? Hier, alle am Arbeiten, alle am Arbeiten. Keiner steht still. Finde ich gut. Finde ich gut. Und wie wir sehen, da könnten wir locker noch mehr reinhauen. Noch so eine Reihe. Vielleicht sogar noch zwei so eine Reihen. Brauchen wir vielleicht auch. Insgesamt produziert in der Zeit haben wir jetzt 2.500. Ja. Zweite rote Lane. Stimmt was nicht? Moin, bei den Forschungs... Hallo Teufelchen. Bei der Forschung oder wo meinst du? Oder bei der zweiten roten? Hier sind ein paar zu viele rote. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Zweite rote. Weiß ich nicht, sieht eigentlich alles ganz gut aus. Hallo Teufelchen, wie geht es dir? Wir machen gerade Feierabend, Teufelchen, für heute. Wir sind noch gerade dabei, Schluss zu machen, Herzchen. Du hast mal wieder ein Timing. Dass du dich nicht schämst, du. Wir sind halt immer noch bei 0%. Das ist echt eine kranke Ansage. Ui! 200.000 ist natürlich auch eine harte Ansage. Vielleicht sollten wir mit Automation anfangen. Das sind nur 40.000. Autsch! Das 200.000 habe ich unterschätzt. Wir machen erstmal Montagemaschinen. Die helfen auch. Klingt gut, Häufelchen. Dann sei dir der Feierabend mal gegönnt. Oben zweite Reihe. Ich sehe nicht, was du meinst, dass da irgendwas nicht stimmt. Hier hinten sind ein paar. Ja, gut. Meintest du das? Hast natürlich recht, ein paar haben sich da reingeschmuggelt. Bis da Grüne ankommen, das dauert noch. Das dauert noch. Aber ist okay. Ja. Moin, du kleiner Fabrikbesitzer. Ja, aber dann ganz ehrlich, jetzt kommen sie wieder alle, ne? Jetzt kommen sie wieder alle. Moinsen. Aber ganz realistisch, dann in dem Fall sollten wir vielleicht wirklich nochmal eine Doppellane hier hinhauen. Und das Ganze da so hinhauen. Baut mir das auf, wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. Und wie gesagt, das ist alles, ich hab's eben schon gesagt, ich sag's gerne noch ein paar Mal, das ist alles hier. Das wird alles wieder abgerissen. Wenn ich die ersten wichtigen Forschungen habe, kommt das alles wieder weg. So. Da beides nochmal rein und dann. Selbst damit müsste das weniger als ein Förderband sein, glaube ich. Es wird produziert. Hier fehlt ein roter. Sind alle am Arbeiten, ne? Ja. Mach das, Teufelchen. Melde dich mal, wenn du zu Hause bist. Damit ich weiß, dass du sicher angekommen bist. Ja, guck mal, das erste Prozentchen ist schon fertig. Und wenn wir jetzt auf die Produktion gucken, müsste das sich auch verdoppelt haben. Auf. Wir produzieren mehr Grün als Rot, aber nur weil Rot halt maßlos voll ist. Na, die Roten gehen wieder runter, weil Rote voll. Aber die Grünen von 208 auf 400. Wir krabbeln hoch auf 600.
Ja. 600. Über 600 erreichen wir. Das wird sich hier so ungefähr 640, glaube ich, 620, 640 einpendeln. Seno, mit dem wo was nicht stimmt, er meinte ganz oben, wo deine roten und grünen Flachen aufeinandertreffen. Da stimmt was nicht, wo die aufeinandertreffen. Doch, das ist alles, wie es soll. Das ist alles, wie es soll. Das sieht vielleicht nur so aus, weil hier kein Untergrundförderband ist, aber das brauchen wir hier nicht, weil die hier zusammenlaufen quasi. Das kann sein. Aber das ist schon richtig so. In dem Fall. Bin am Tablet. Schreiben ist doof, Lars Tiger. Das glaube ich dir. Nein, sagt Glücksdruide. Nein. Ich sag ja. Die zweite Reihe ist verkehrt. Ah, echt? Wo ist die zweite denn verkehrt? Ah, hier. Der hier. Ja. Aha! Ja gut, das stimmt, da habt ihr recht gehabt. Ich dachte die ganze Zeit hier von oben, aber ja, das war von unten links. Ja, okay. Stimmt. Manchmal sieht man den Baum vor lauter Peschmergas nicht. Wir haben es geschafft. Yay, das gibt nochmal einen richtig fetten hier von Putin. Einen Putin-Applaus gibt's. Somewhere out there, Putin is watching you. So, wie sieht denn das aus? Guck mal, jetzt fehlen hier... Ne, guck mal, selbst die Förderbänder stauen sich. Das heißt, theoretisch brauche ich noch ein paar Förderbänder. Ein paar Greifarme habe ich gerade gesehen. Blaue. Ja. Und wahrscheinlich brauchen wir bald noch mal ein paar Greifarme. Komm mal so. Ich habe gesehen, hier fehlen Greifarme. Man baue sie mir auf. Oh, Glücksruide! You are the best! You are the best. You are the best, Glücksdruider. Vielen Dank. Teilweise. Ach komm. Oh, der ist so schön. Wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass der so schön ist. Ja, ich bin selbst auch immer wieder von mir überrascht. Ist so. Komm, wir haben noch ein paar schöne. Ich habe lange nicht mehr durchgegangen hier mit euch. I like big guns and I cannot now, yeah. Ja, wird Zeit, ne? Ich werde da jeden Tag wieder ein bisschen dran arbeiten, Glücksrüde. Es wird ein bisschen dauern, bis der alte Zustand wieder hergestellt ist, aber jeden Tag bin ich da momentan wieder bei, ein bisschen den alten Zustand wieder herzustellen. Jetzt habe ich ja wieder ein bisschen mehr Zeit, wo die OnlyFans-Geschichte leider durch ist. Rein, über, weg, Strom. Grüne Flaschen. Und grüne Flaschen raus. Gut. Ja, also wir sind eingependelt auf jetzt 550 pro Minute. 555 pro Minute. Ich denke mal, dabei werden wir auch bleiben. Nur 750 pro Minute sind auch möglich. Rote Flächen haben wir so gut wie gar nicht mehr. Ist voll krass, dass wir davon so wenige. Ich check halt tatsächlich, da soll ich vielleicht gleich mal gucken, warum stellen wir nur 40 pro Minute her, obwohl wir 400 pro Minute verbrauchen? Wenn wir so viele verbrauchen, haben wir doch eigentlich auch die Kapazitäten automatisch, so viele neue zu produzieren. Warum passiert das nicht? Ich weiß, wir hatten die Roten im Grunde voll gebuffert hier mit den Pufferkisten, aber warum produziert... Ach, die bewegen sich auch gar nicht. Ach so, weil ich die ganzen Labore vollgepackt habe mit Flaschen. Und die erstmal von dem zerren, was noch drin ist hier. Da sind noch bis zu 30 Stück immer drin. Ah, hier. Den Hodensack willst du? Ja, ich muss mal kurz gucken, wo ich den Hodensack habe. Ist es der? Nee.
kaltes Wasser hängen. Den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Oh, das mache ich auch gleich, wenn ich offline bin. Gibt nichts über so einen Hodensack, Kältebad. Ey, aber ohne Scheiß, Leute, ich werde mich gleich aufs Fahrrad schwingen, noch ein bisschen Sport machen und ich kann behaupten, wir können echt stolz darauf sein. Wir haben fast ein komplettes, volles, ein fast komplettes, gelbes Förderband grüner Flaschen hergestellt, jetzt so auf spontan. In 2 Stunden haben wir heute echt was erreicht, ne? Also, ne, 3 Stunden haben wir heute gestreamt. 2 Stunden 44 Minuten. Und das hat gereicht für eine komplette grüne Forschung. Wie gesagt, oh, da unten haben wir Eisen gefunden. Guck mal, da können wir dann weitermachen. Das können wir mal eben gucken, wie viel das ist. Wenn wir Glück haben, kriegen wir da genug raus, um genug Zahnräder herzustellen, die wir brauchen für die restliche Produktion. Mal gucken, wie groß das da unten ist. So weit weg ist es nicht. Ist hier eigentlich fast um die Ecke. Boy, boy, das ist ein What? Das sind 2 oder vielleicht sogar 3, die so ineinander gelaufen sind. Ja, das ist quasi... Wow, es ist fast ein G. Es ist ein 3/4 G. Dagegen stinken sogar die beiden hier hinten ab. Alter, ja. Das könnte realistisch reichen. Das könnte realistisch reichen. Bruder, ist das viel. Alter. Das ist schon... Selbst hier hinten haben so 200, 260, so zwischen 150 und 300 Millionen. So die meisten irgendwie. Und dann haben wir hier unten einen Big Boy mit 776.000. Der wird lange Zeit für unsere Zahnräder ausreichen. Da machen wir ungefähr 350 Millionen Zahnräder draus, würde ich behaupten. Das ist gut. Das ist dann die Aufgabe für morgen. Dann reißen wir da nochmal alles ab, machen nochmal alles hübsch und bauen unsere Zahnradproduktion. Das ist auch nur noch Copy-Pasten. Das sollte halt auch relativ fix gehen, aber nicht so fix, dass ich es jetzt noch machen will. Naja, das Feld kommt dann hier quasi, das müssen wir verdoppeln. Das kommt dann so ungefähr dahin. Zack. Wird von da unten gespeist. Das läuft da rein. Dann machen wir hier überall Zahnräder. Die Zahnräder laufen hier rein. Und dann haben wir es. Geil. Richtig gut. Richtig gut. Also das macht Spaß. Sieht auch alles so geordnet aus, so als würde das funktionieren. Einfach wunderschön. Einfach wunderschön. Hätte man das alles noch ein bisschen mehr stauchen können, sind da überall ein paar Felder, die irgendwie... Ja, aber das ist okay. Wir machen hier Feierabend, lieber Sino. Und wenn du dich fragst, was du in dem Part heute gemacht hast, also in diesem Part jetzt aktuell, du hast, kann das mal bitte so sein, grüne Flaschen automatisiert. Ja, erfolgreich, lieber Sino. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Ich bedanke mich an allen, bei allen Patreons, bei den Leuten, die Bits und Abos heute da gelassen haben und Follows und zugeschaut haben. Vielen herzlichen Dank, Leute. Wir sehen uns morgen wieder, selbe Uhrzeit. Und ich raide mit euch jetzt nochmal irgendwo hin.